Es ist im Spätsommer und wie so oft wurde ich auch in der letzten Nacht wach. Über mir ein klarer Himmel und die Unendlichkeit der Sterne. Mit einer angenehmen Frische hat sich Tau auf die Felder und Wiesen gelegt. Umgeben von stillen Ruhe lausche ich im Dunkeln den Stimmen und Geräuschen, rieche den Wald und die Wiesen um mich herum, rieche die Erde, auf der ich schlafe. Bald schon, bei beginnender Morgendämmerung, werden die Vögel den kommenden Tag verkünden. Es kommen aber auch andere Tage, wenn die Natur sich von ihrer erbarmungslosen Seite zeigt und dich mit ihren Widrigkeiten auf deine Tauglichkeit prüft. Wenn Wind und Wetter auf dich einschlagen und du der Realität deiner Wahrheit nicht entkommen kannst. Gelangweilt vom Leben im ganz normalen Wahnsinn unserer modernen Welt, habe ich mich gefragt, wie es wohl ist, langfristig auf Bequemlichkeiten, Abhängigkeiten und deren Verbindlichkeiten zu verzichten. Besitze ich überhaupt noch die nötigen Instinkte, um in alleiniger Abhängigkeit der Natur und außerhalb gesellschaftlicher Strukturen ein qualitativ gutes Leben führen zu können? Habe ich noch die nötige Härte und Zähigkeit, um die Realität der Natur zu ertragen? Oder bin ich in den Weichspülern unseres Wohlstandes zu flauschig und gegenstandslos dafür geworden? Um dies herauszufinden, habe ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen und beschlossen, alle Verbindlichkeiten aufzugeben. Unter möglichst natürlichen Voraussetzungen werde ich versuchen, ein einfaches und unabhängiges Leben unter freiem Himmel zu führen. Ob und wie es funktionieren wird, weiß ich nicht. Diese verrückte Idee wird aber alles andere als langweilig werden. Was ich noch besitze, bleibt in ein paar wenigen Kartons zurück. Was ich zum Leben brauche, tragen die Tiere und ich selbst. Alles Weitere lasse ich mehr oder weniger gelassen auf mich zukommen. Die ersten Tage verlaufen problemlos und wir kommen sehr gut voran. Das Wetter und die üppige Jahreszeit machen es uns einfach. Ich wache morgens auf und freue mich auf das, was kommen mag. Niemand zwingt mich und es steht mir frei, wohin mich der heutige Tag bringt. Hunger, Durst und Abenteuerlust bestimmen im Wesentlichen die Abläufe und sorgen für das Interesse am Leben und für die Geschichten, die es nun schreibt. Zeit scheint mir kostbarer zu sein als je zuvor. Wenn ich es nicht verstehe, die Zeit, die mir gegeben ist, selbst zu gestalten, dann werden andere die Gestaltung dafür übernehmen. Was das Leben wirklich wertvoll macht, ist die Zeit, die uns bleibt, das zu erleben, was mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist. Darum bin ich glücklich an Tagen wie diesen, voll Sonne und ungetrübter Lebensfreude. Im Schatten luftiger Bäume döse ich durch die Mittagshitze dahin und spüre, dass es für mich den Zauber des Lebens noch gibt. Ende August hatten wir Rottenburg hinter uns gelassen. Vor Wintereinbruch wollen wir den Süden Frankreichs erreichen. In Richtung Westen über Bad Imnau, Sulz am Neckar und Flurenwinseln kamen wir hier nach Schiltach in den Schwarzwald. Harald, der in Schiltach ein Bücherantiquariat unterhält, lädt uns zu sich nach Hause zum Abendessen ein. 10 Kilometer entfernt von Schiltach wohnt er und seine Frau auf einem einsam gelegenen alten Hof in einem Seitental von Halbmeil.
Es ist unsere Richtung. Wir nehmen dankend an und machen uns auf den Weg zu ihm. Am späten Abend erreichen wir den Hof und werden von Harald und seiner Frau Birgit sehr gastfreundlich empfangen. Draußen im Garten verbringen wir am Lagerfeuer in völliger Abgeschiedenheit einen wunderbaren Abend, bis wir uns dann spät in der Nacht noch auf den Weg begeben, um zu einer höher gelegenen Weide zu kommen. Hier haben wir einen geeigneten Platz für die Nacht und genügend Futter für die Tiere. Außer zum Abendessen werden wir auch noch zum Frühstück eingeladen. So haben wir es nicht eilig, an diesem Sonntagmorgen auf den Weg zu kommen und besichtigen jetzt bei Tageslicht das Kleinod von Harald und Birgit. Es gibt keinen Strom, kein Festnetztelefon und keinen Empfang für mobile Medien. Eine Quelle liefert gutes Wasser und rundherum Wald und Ruhe. Da der Vormittag nun schon gelaufen ist, beschließen wir einen Ruhetag einzulegen und bleiben noch eine Nacht auf dieser abgelegenen Weide. Blitz und Donner zwangen uns letzte Nacht, das Zelt aufzubauen. Leider hat uns das Unwetter nur gestreift und die ersehnte Abkühlung blieb aus. Gut erholt packen wir wieder einmal unseren Hausstand zusammen und machen uns auf den Weg ins Tal. Entlang der Kinzig ziehen wir über Wolfach und Haslach in Richtung Lahr. Bei bedecktem Himmel und hoher Luftfeuchtigkeit ist es lästig schwül. Das Laufen bleibt wie die Tage zuvor eine schweißtreibende Angelegenheit. Hier in Haslach gibt es nur eine verkehrsberuhigte Zone. Während wir vor dem Rathaus stehend überlegen, ob es Sinn macht, hier mit Straßenmusik etwas Geld zu verdienen, werden wir über uns aus einem Fenster heraus herzlich in Haslach willkommen geheißen. Verwundert blicken wir nach oben. Diese angenehme und freundliche Stimme gehört der Sekretärin des Bürgermeisters und sie bietet uns gleichzeitig auch noch Kaffee an. Und das ist eine Überraschung, wie man sie selten erlebt. Dankend nehmen wir diesen leckeren Kaffee entgegen und sind dementsprechend auch gut motiviert, uns musikalisch zum Besten zu geben, was uns die Menschen in Haslach sehr danken. Sechs Tage sind wir nun unterwegs und ein Tag schöner als der andere. Im Tal sind wir der Sonne ausgeliefert. Gnadenlos brennt sie uns auf die Köpfe. Um dieser Tortur zu entkommen, entschließe ich mich, in Steinach die Route zu ändern und aus dem Kinzigtal heraus wieder in die Höhe zu gehen, wo der Wald angenehme Kühle und Schatten spendet. Hier oben läuft es sich besser als unten im Tal. Zudem gibt es reichlich Brombeeren, die uns eine schmackhafte Abwechslung bieten. In zwei Tagen dürften wir auf dieser Route die Rheinebene erreichen. Auf dem langen Hart am Gasthaus zur Eiche bietet es sich an, den Durst der Tiere und auch den eigenen zu stillen. Eine ältere Dame, die dort zu Mittag gegessen hatte, gesellt sich zu uns. Sie genießt die Atmosphäre der Tiere und erzählt aus ihrem Leben. Erzählt von ihrem geliebten Mann, der bei der Legion war und vor kurzem gestorben ist. Mit Tränen der Freude in den Augen verabschiedet sie sich, macht sich zu Fuß auf den Weg nach Lahr, wo sie zu Hause ist. Ganz in der Nähe der Gaststätte finden wir einen wunderbaren Platz, an dem wir im Schatten niedriger Bäume und geschützt vor lästigem Ungeziefer der Mittagshitze entkommen. Dieser Platz ist so angenehm und ruhig, dass wir es nicht schaffen, die Gravitation der Erde zu überwinden, um den Abstieg in die Rheinebene zu bewältigen. Meiner Faulheit erliegend genieße ich bei Kaffee und Tabak diesen Nachmittag und habe stillschweigend den Entschluss gefasst, auch die Nacht hier zu verbringen. Es hatte mich keine Mühe gekostet, Jasmin und den Rest der Mannschaft hiervon zu überzeugen. Die Sonne steht nun tiefer, der Wald wirft einen langen Schatten auf das Feld. An den Pflöcken, die ich zuvor in die Erde eingeschlagen habe, kann ich nun die Tragtiere aus dem schützenden Gebüsch hervorholen und zum Fressen an einem langen Seil anbinden. Bis morgen können sie nun ganz gemütlich ihre Bäuche füllen.
Aus dem Kinzigtal heraus über Schuttertal haben wir in Sulz die letzten Höhenzüge des Schwarzwaldes hinter uns gelassen. Im Supermarkt wird eingekauft und bei einem Frühstück in einer Bäckerei besprechen wir den weiteren Weg Richtung Frankreich. Auf der Landkarte entdecke ich den Ort Wallburg, circa 8 Kilometer nördlich von Sulz bei Lahr, und erinnere mich, dass da etwas war. Genau, Dietmar Obern und seine Frau Midori leben dort. Sie waren vor einiger Zeit mit einem Packpferd 4 Monate auf Tour und haben von Wallburg aus über die Schweiz und Italien die Alpen überquert. Ich habe schon einmal via Internet Kontakt mit Dietmar gehabt und nun, da wir in seiner Nähe sind, würde es mich freuen, die beiden auch persönlich kennenzulernen. Telefonisch nehme ich Kontakt auf und kurz darauf marschieren wir los. An dieser Waldhütte kurz vor Wallburg genießen wir bei einem kühlen Bier die gegebene Romantik. In abendlicher Stimmung und dem herrlichen Licht der untergehenden Sonne zeigt sich in praller und üppiger Schönheit die Landschaft der Ortenau. Durch die Weite der Rheinebene reicht der Blick bis hinüber nach Frankreich in die Vogesen, die langsam im Dunst der Abendsonne untergehen. Es war eine tolle Begegnung. Wir und die Tiere wurden sehr großzügig von Midori und Dietmar verwöhnt. Es gab bestes Essen und reichlich zu trinken. Die Voraussetzung, dies so richtig zu genießen, waren nach den Anstrengungen und Entbehrungen der letzten Wochen mehr als gegeben. Ein leerer Magen schafft Raum für Glück, ein voller Magen schafft Zufriedenheit. Das Highlight aber war eine ganz persönliche Vorstellung ihrer fotodokumentierten Alpenüberquerung. Thank you.
So spielt das Leben. Nicht das Vorhersehbare, sondern das Unvorhersehbare hält uns am Staunen. Durch die Ebene der Ortenau geht es hin zum Rhein, der die Grenze zu Frankreich bildet. Die Fähre lässt aus Sicherheitsgründen keine Tragtiere an Bord, wodurch wir gezwungen sind, flussaufwärts bei Sasbach die Brücke zu nehmen. Nun sind wir seit 2 Wochen auf Tour und stehen hier am Rhein, wo wir unser Heimatland verlassen werden. Mein Alltag hat sich völlig verändert, während meine eigene Veränderung hinterherhinkt. Es ist noch nicht wirklich in mein Inneres gedrungen, dass ich kein Zuhause und keine Existenz mehr habe. Um weiterhin Erfolg zu definieren, muss ich unbedingt meine natürlichen Instinkte aktivieren. Meine ganze Wahrnehmung ist noch immer zu stumpf und zu sehr von den Selbstverständlichkeiten sowie den gewohnten Denk- und Verhaltensstrukturen des gesellschaftlichen Lebens geprägt. Dadurch reagiere ich zu träge, während meine Möglichkeiten an mir vorbeirauschen. Ansonsten geht es mir gut, ich bin zufrieden und vermisse nichts. Weder meine Arbeit als Hufschmied noch die Mobilität durch die Autoindustrie. Die Lebensqualität fühlt sich bedeutend gesünder an als zuvor. Die neue Perspektive, aus der heraus ich nun das Leben betrachte, lässt alles in einem anderen Licht erscheinen und bringt mich häufiger als gedacht zum Staunen. Nun bin ich gespannt, wie es weitergeht und welche Abenteuer uns in Frankreich erwarten.